Servus, ich bin der Lukas und das ist der 14. Dezember. Dieses Mal weiß ich, was ich bauen will. Und zwar möchte ich, oder ich weiß immer, was ich bauen will, aber nicht so wie in der letzten Folge wieder alles zerstören. Genau, also wir brauchen Gelb, wir brauchen Rot, wir brauchen Grün und Orange. Ja, das könnte so passen. Und zwar einmal hier so ein Geschenk. Das wird so hoch. Und das bauen wir hier nochmal auf. Und dann brauchen wir natürlich vier Ecken vom Geschenk. Und dann bauen wir nämlich dahinter die anderen Geschenke. Genau. Dann kann hier ein gelbes Band sein sozusagen. Okay, bei Geschenk ist das jetzt aber auch nicht schwierig, glaube ich. Okay, dann kommt hier hinter ein grünes Geschenk. Das ist aber nur so ganz schmal und hoch. Und zwar genau so. Das wird cool. Das wird das erste Mal, dass ich so richtig gut baue. Naja, bis jetzt lief es ja nicht so. Okay, orange. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Zeit ist auch noch in Ordnung. Vielleicht bauen wir sogar noch ein drittes. Ich würde aber zuerst gerne noch eine Masche drauf machen bei beiden Geschenken. Okay. Hier vielleicht nur so. Und da das ja ein dickeres Geschenk ist, könnte man das so irgendwie machen. Und hier das gleiche. Jawohl, das sieht gut aus. Und hier jetzt noch ein oranges Geschenk. Das ist jetzt so. Ah, das geht sich wahrscheinlich eh nicht mehr aus. Ne, dann bauen wir das wieder weg. Und sind fertig. So, einmal schnell. Wir brauchen eine. Nein, wir brauchen Geschenke. Geschenke machen wir mit Wolle. Mit Grün und. Grün und Rot und Orange. Nicht zu groß. Und dann wollen wir auch noch Gras. Und einmal eine Fichte. Hoffen wir, dass wir einen guten Fichtenbaum bekommen. Okay, dann einmal zack, zack, zack. Ja. Dann hoffen wir, dass das. Der wächst perfekt, sehr guter Baum. Und dann brauchen wir hier so kleine Geschenke. So, und dann die rotfarbene Masche rein sozusagen. Also, ja, einfach damit wir da einen Kontrast haben. Und auch eins, das, was wir hier haben, das ist grün. Also, so vielleicht. Ist etwas länglich. Und dann können wir das hier so machen. Naja, also. Irgendwie. Ja, gefällt mir das nicht so. Das ist einfach das Gleiche. Ich wollte das länger haben. Dann muss das eins so werden. Dann ist das ein großes Geschenk. Da hat man dann so ein Lamborghini oder so drin. Okay, Mann, das sieht kacke aus. Das sieht richtig beschissen aus. So. Ja, es sieht schon besser aus. Und dann noch kleine. Mit Wolle. So ein paar vielleicht noch, dann. Nee. Wolle. Darf eins. Okay. Und dann haben wir hier noch so ein Geschenk. Und hier und hier. Und schnell hinten noch. Hier und hier und hier. So, Geschenke gehören für mich unter einen Baum. Und ein Baum wächst an Gras. Deswegen bauen wir hier. Dadurch, dass wir 2 Meter hoch sind, brauchen wir hier so gut. Danke. Einen großen, fetten Christbaum. Nee, der passt. Ja, doch, ein bisschen fetter. Ich weiß nichts mehr.
Was nehmen wir für Geschenke? Ich nehme einfach mal bunte Wolle. Wolle. Nehmen wir mal ein grünes, ein dunkelgrünes, ein braunes, ein blaues, ein pinkes, ein oranges, ein türkises. Dann bauen wir hier einfach so ein riesen fettes Geschenk hin. Hier kommt ein kleines pinkes. Was für die Vollreichen, die was so nur an Geschenke denken, die was so richtig fette Geschenke haben. Kann noch so, nee. So, vielleicht kriegt man noch eins. Und dann nehmen wir noch so und hier kommt noch so eins hin. Da hinten kommt sicherlich noch eins hin mit braun. Und dann kommt darüber noch gestapelt noch so eins, das was so eher dreieckig ist. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Geschenke austeilen macht Spaß. Ich bin Nikolaus. haben wir noch. Was passt gut zu Bäumen? Da können wir doch dieses tolles Ding nehmen. Wobei. Das passt noch gut. Und das. Bauen wir einfach so eine kleine Christbaumkugel rein. Lukas. Simon, weil der als einziger irgendwas Ordentliches gebaut hat. Simon, weil er große Geschenke hat.